Nach ein paar Monaten, meine Mutter hatte sich beworben als Lehrerin, kam tatsächlich eine Stelle für sie in Prüll, in der Volksschule Prüll, Gemeinde Vogling, und das liegt an der Autobahn zwischen Sixdorf und Neukirchen am Theißenberg, kam dann ein Angebot für eine Stelle. Und das haben wir natürlich sofort wahrgenommen. Und zum ersten Mal hatten wir jetzt seit vielen Jahren wieder eine eigene Dienstwohnung. Zwar primitiv, ohne Bad, aber mit Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Die Toiletten benutzen wir, die Schultoiletten. Auf alle Fälle war das schon mal ein Fortschritt. Ich war damals noch nicht schulpflichtig und meine Mutter unterrichtete in dieser Schule. Es war eine Zwergschule, ganz eigenartige Situation. Das war nur das Schulhaus auf freiem Feld und die Kinder kamen von den Einödhöfen und von den Bergbahnhöfen zur Schule. Und so war das. Für mich war das ganz interessant, dass da früh morgens immer Kinder kamen und ich war Frühaufsteher immer schon, in der Früh, eine Stunde vor Unterrichtsbeginn, mit der Putzfrau in die Klassenzimmer gesetzt und habe dann den Ofen angeschaut und das Feuer angeschaut und dann kamen so allmählich die Kinder in die Schule und ich blieb dann auch noch im Unterricht. Der Unterricht war für meine Mutter sehr anstrengend, denn sie war zeitweise die einzige Lehrerin für 8 Klassen. So machte sie zeitweise Schichtunterricht, am Vormittag die 1. bis 4. und am Nachmittag 5 bis 8. Manchmal sogar alle 8 Klassen in einem Klasszimmer mit 80 Leuten, heute unvorstellbar. Und ich blieb dann so am Anfang des Unterrichts drin, es hat mich interessiert, was da so alles los war, war für mich eine Abwechslung. Und wenn es mir nicht mehr passte, ging ich dann zu meiner Oma in die Küche. Auf alle Fälle habe ich da schon mitgelernt. Und als dann im nächsten Schuljahr ich auch schulpflichtig wurde, da habe ich eigentlich schon alles gekonnt. Aber der erste Schultag war für meine Mutter sehr, sehr peinlich. Denn da kamen ja die Eltern mit ihren ABC-Schützen und stellten sich vor und stellten die Kinder vor und dann begann der Unterricht und einer fehlte. Und der war ich. Und dann ging eine Suche los, die Schüler haben mitgeholfen, im Schulhaus zu suchen, wo ist der Wolfgang. Und ich war dann in der Küche unter der Eckbank versteckt und war durch kein Argument zu überzeugen, dass ich jetzt in die Schule gehe. Da musste meine Mutter zur Notlösung greifen. 4 Achtklässler packten mich an Armen und Beinen und schleppten mich in die Schule. Und man muss sich vorstellen, was das für eine peinliche Situation für meine Mutter war. Da kommen die Kinder, die Erstklässler, zu einer Lehrerin und da muss das eigene Sohn in die Schule gezerrt werden. Aber das hat sich schnell gelegt. Mir hat die Schule dann gefallen und ich habe mich immer gemeldet. Mama, Mama, Mama. Und die anderen Kinder auch, Mama, Mama, Mama. Dann hat meine Mutter gesagt, also du, das geht so nicht. Du musst zu mir Fräulein sagen. Fräulein deswegen, weil in Bayern früher die Lehrerinnen unverheiratet sein mussten. Also ich, Fräulein, Fräulein, Fräulein. Und so verging eigentlich das erste Schuljahr ganz gut. Mir hat das gefallen. Ich war sowieso der Beste, weil ich das alles schon konnte, was da durchgenommen wurde.